Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Ich bin jetzt gerade einen Schritt zurückgegangen. Haben wir jetzt letzte Folge diesen Raoul da versucht umzuhauen oder nicht? Weil schwarzes Fell, ach stimmt, das müssen wir dem ja besorgen. Jo, stimmt, ein Friedensangebot müssen wir unterteilen. Also dafür müssten wir wieder in die Stadt. Ich gucke jetzt mal eben kurz hier durch. Ey, wir haben so viele Quests noch, ne? Wir müssen unbedingt mal was anfangen. Hier zum Beispiel auch das Experiment könnten wir mal machen, wenn wir in der Stadt sind. Da müssen wir einen einschläfern hier. Von Ignaz haben wir diesen Zauber bekommen. Schlaf. Und im richtigen Moment müssten wir den einsetzen. Oder ist das vergessen? Ne, Vergessenszauber ist das genau. Den Vergessenszauber, den müssten wir mal anwenden. Der Mann mit der Augenklappe. Ach, für den müssen wir das letzte Ding noch finden. Was haben wir denn? Eins an der Stelle vergraben hat. Auf der kleinen Insel ist einer noch. Bei den zwei Wasserfällen, oben auf dem Weidenplateau und neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Die müssen wir auch nochmal holen, die Dinger, dann hätten wir die Quest auch fertig. So, was haben wir denn noch? So vermissten Leute, Bospas Bogen, die Vermissten, Waffenhändler, Steintafeln, Banditenüberfälle. Harko, der Waffenhändler, wurde vor der Stadt von Waffen... Okay, Pablo, an den Stadtwachen. Okay, das müssen wir auch noch machen. Zugang zum Kloster, ja, da müssen wir ein Schaf eigentlich haben. Aber ich will ja da gar nicht rein momentan. Vielleicht müssen wir da später noch rein, oder? Das kann natürlich auch sein. So, Informationen für Gavel. Ach, der genau, das war ja der Typ, der sein Schiff da unten in der Stadt baut, der Informationen über die Orks haben wollte. Das Freudenmädchen Lucia hat ihren Boss Bromor eine goldene Schale gestohlen. Bromor will sie wieder haben. Ach, wir haben hier auch noch dieses... Lucia ist über Nacht aus von Bromos Bordell verschwunden. Stimmt. Händlerüberfall. Erlo ist mit mehreren Banditen überfallen worden. Okay. Das ist ja der, der da sitzt unter der Brücke. Was haben wir denn sonst noch? Das Krautpaket. Ich vermute, Bodo hat es gestohlen. Warum ist die Quest denn noch hier? Und wir haben die doch beim letzten Mal beendet, oder nicht? Hat er den nicht aufs Maul gehauen? Mit freundlichen Grüßen. Aufs Maul. Friedensangebot. Ich gehe mal eben hier zu Cypher. Ich wundere mich. Wir haben noch das letzte Mal dem gesagt, dass der Bodo das geklaut hat. Der hat das Ding immer noch nicht. Dann war der das auch nicht. Dann müssen wir die Quest ja immer noch machen. Müssen wir erstmal finden, wer das war, oder? Darr. Ja, der hat immer noch nichts zu sagen. Ja, okay, gehen wir jetzt in die Stadt und bereiten direkt das Friedensangebot unter oder suchen wir uns jetzt erstmal eben die Schätze von dem, ja, wie heißt der denn nochmal hier, der Typ mit der Augenklappe, ne, wisst ihr Bescheid. Dem müssen wir da Trollfell besorgen, ein Troll ist da hinten, den können wir aber eh nicht erlegen. Hat der, können wir vielleicht Wolf damit beauftragen? Schon eine Aufgabe jetzt gefunden. Noch nicht. Sag Bescheid, okay, immer noch nix. Ja, okay, was könnten wir? Könnten jetzt erstmal wirklich wie hier, oh lol, so zack, hier rüber. Schnaubende Kreatur aufs Maul. Bulko müssen wir immer noch umhauen, aber das war ja echt, ja, da brauchen wir glaube ich eine bessere Waffe für. Vielleicht brauchen wir auch einen Zauber. Ich weiß nicht, ob es bei Gothic so einen Zauber gibt mit, ja, so einen Resistenzzauber. Dass wir mehr aushalten, den könnte man in der Stadt mal gucken, ob wir da einen finden würden, aber momentan haben wir selbst davon keinen. Goldene Schale, sieht ja aus wie ein goldener Kelch. Aber wir müssen unbedingt hier unsere Waffen schmieden, dann hatten wir wieder Fettkohle am Start. Ansonsten haben wir dann nicht so wirklich was. Ja, wir müssen dann da hinten zum Weidenplateau, ich würde sagen, wir gehen nochmal da hinten zum Weidenplateau und besorgen uns die letzten beiden. Ach genau, wir müssen ja, da hinten ist ja noch dieser Lurker auf der Insel. Gucken, ob die hier mit uns quatschen, weil wir jetzt seltener sind. Hey, you! Oh Gott, wie schön er gekaut hat. sag mal, ist das... ja, das ist einfach nur, dass wir ihn damit reizen könnten. Hey, you! Hat er noch was zu sagen? Ich glaube nicht, sonst quatschen wir. Okay, du bist der Bessere von uns. Was willst du von uns? Nö, hat nichts, okay. Ich glaube, das sind so ein paar Charaktere, mit denen man... kämpfen lernen könnte, wo man die jetzt immer wieder verprügeln kann, damit die es lernen, also damit du das Blocken, Angreifen und so was lernen kannst. So, Greg, ich bin jetzt erstmal auf der Spur nach deinen Schätzen. Wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt?
Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Ich soll deine Scheißarbeit machen, aber ja. Warte, wir fragen dich nochmal eben. Wo genau hast du nochmal deine Sachen vergraben? Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Dort müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Okay, den auf dem Weidenplateau hinterm Bauernhof, den haben wir ja auf jeden Fall schon. Ich bin jetzt nicht sicher, ob er... Er hat ja gerade gesagt, da an der Stelle, ne? Ich glaube, ist das da vorne die Treppe und da drin? Bin mir da jetzt gerade gar nicht mal so sicher. Aber wir werden ja bestimmt, Lobpreisung bekommen, wenn wir alle gefunden haben, hoffe ich mal. So, wir müssen jetzt hier gleich speichern, weil da drüben ist ein Lurker. Wir versuchen... Huch, hängen wir hier an dem Baum fest. Ob wir den Lurker mittlerweile vernünftig besiegen können. So, neuen Speicherpunkt. Zack, 40, zack. So, und dann rushen wir jetzt einfach darüber und gucken, ob wir den umbringen können. Ah, da ist er sogar noch. Haben wir vielleicht noch irgendeinen coolen Zauber, den wir mal wieder benutzen könnten? Was haben wir denn hier? Licht nur noch. Feuerball auf 2, Feuerpfeil auf 4. Haben wir noch 2 Stück von. Oh, wir sind untergegangen. Schwimm, du Bauer. Du Idiot! Du Idiot, du Vollidiot! Wir hängen hier so fest, ne? Wir können uns nicht mehr bewegen. Warum komme ich denn hier nicht raus? Ist das bekloppt? Ja, wir laden einfach mal. Wir hängen, irgendwie kann der diese... den Felsvorsprung im Wasser nicht hochkraxeln. OMG. So, aber das machen wir nochmal, weil dann können wir den hier rüberziehen. Dann haben wir da nicht das Problem. Wir dürfen halt nur nicht wieder ins Wasser fallen. So. Hat der, kriegt der jetzt unsere Agro oder nicht? Aber ich glaube, wir waren ein Stück zu weit weg. Ich habe den jetzt nicht getroffen. Ach komm, wisst ihr was, wir gehen da rüber und dann hauen wir dem einfach aufs Maul und sehen dann weiter. Wenn wir hier hinten wenigstens hochkommen. Komm her, du Bauer. Boah, wie er geblockt hat. Komm, stirb, du Victim. Oh, der macht aber guten Damage. Nein, das schaffen wir. Ja, wir haben es geschafft. Okay, einen Lurker können wir besiegen. Mama, das war aber gar nicht mal so unknapp, weil die Wasserfälle sind so laut. Ich sage mal eben hier alles auf. Was hier so rumliegt. Boah, hier ist aber einiges drauf. Okay, das ist wahrscheinlich dafür, dass man dann... Boah, ist das laut. Dass wir den hier besiegen. So eine kleine Belohnung quasi. Hier ist auch noch so ein Feldknöterich. Die sind ja für Permatränke, meine ich. So, jetzt graben wir mal eben hier das Dingens aus. Zack. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lederbeutel. Oh, hoffentlich haben wir die Lederbeutel vorhin nicht... Haben wir die schon mal aufgemacht, die Lederbeutel von dem Jack? Ich bin mir nicht so sicher. Hoffentlich hat das damit nichts zu tun. Ich hoffe, der will hinterher nur Gold. Ach stimmt, der zerkratzte Kelch von dem, den wir im Inventar gerade hatten. Das ist der, den wir ausgegraben hatten, glaube ich. So, sonst noch irgendwas Wichtiges hier? Ich suche eigentlich hier nur ab, damit wir hier die Goblin-Bären oder sowas finden, die uns Stärke dann Perma geben. So, mal gucken, ob wir jetzt da vorne hinten drauf kommen. Wir sollten auf jeden Fall speichern und vielleicht nochmal eben knacken gehen, damit wir volles Leben haben, ne? Ja, jetzt kommen wir hier einfach so drauf, ne? Können wir jetzt hier einfach reingehen? Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Es kommt nur auf die Kraft. Ich bin mir nicht sicher, wenn die wieder von Buster verprügelt werden. Das hab ich früher auch kommt dann wieder mit so einem Chuck Norris-Sprung angeflogen. So, dann hätten wir das. Dann müssen wir jetzt noch auf Bengas Hof oben drauf. Und dann dagegen Pass. Am Pass ist ja auch noch da, wo so ein Lurker im Hintergrund war.
Ja, da müsste dann auch noch ein Versteck sein. Ich glaube, dann hätten wir sogar alle. Ich meine, das müssten alle sein. Außer, nee, gar nicht. Vier Stück, vier weitere waren das, ne? Wir müssen vier weitere finden. Und ich glaube, die erste, den wir in dieser Höhle, in dieser Goblin-Höhle gefunden hatten, der zählt, glaube ich, nicht dazu. Und was wir mal lernen müssen, ist Akrobatik. Damit wir einfach mal ein bisschen schneller unterwegs sind. Weil das ist manchmal doch schon ein bisschen mühselig, hier so rumzueiern. Schleichen können wir auch noch nicht, ne? X war schleichen, glaube ich. Ne, gibt's immer noch nicht. Haben wir noch nicht gelernt. Wollte nur mal gucken, ich wusste das nicht mehr genau. So. Ah, oh, zu weit entfernt, ist klar. Zack. Zack. Ach so, jetzt könnten wir mal... Warte, jetzt will ich mal eben einmal zu O, ne? Wir müssten uns eigentlich unsere 50 Gold abholen können, oder? Unseren Sold. Machen wir einfach mal zu dem. So. Guck mal, was der alte Fettsack jetzt hier sagt. Wo ist der alte Fettsack? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich glaube, wir dürfen hier gar nicht hoch. Maria, wer bist du? Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Was willst du hier? Ich wollte mich hier mal umsehen. Seit die ganzen Kerle auf dem Hof sind, hat man hier im Haus keine Ruhe mehr. Dauernd kommt einer reingestiefelt. Stören dich die Söldner? Naja, ich will ja nichts gesagt haben. Seit ihr hier seid, ist es sehr viel sicherer geworden. Damals, als wir noch auf uns allein gestellt waren, kamen regelmäßig die Milizen aus der Stadt und haben uns ausgeplündert. Einen Großteil der Ernte haben sie weggeschleppt und auch einige Schafe haben sie mitgenommen. Getan haben sie dafür nichts. Ein paar von den Mistkerlen haben uns sogar bestohlen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Was wurde dir gestohlen? Vor allem Gold und Silber. Sie haben sogar mein Hochzeitsgeschenk gestohlen. Einen goldenen Teller. Ich wette, irgendein dreckiger Stadtgardist hat ihn in seiner Truhe liegen. Und da verstaubt er jetzt. Boah, jetzt sag nicht, wir müssen diesen Kackteller finden, ne? Erzähl mir über Ona. Er ist ein guter Mann. Etwas brummig und sehr ungeduldig. Aber jeder hat seine Fehler. Ich habe meinem Mann gesagt, warum lässt du dich von den Soldaten aus der Stadt so unterbuttern? Tu was, habe ich gesagt. Daraufhin hat er die Söldner angeheuert. Jetzt komme ich mir hier vor wie im Krieg. Aber schließlich ist ja auch Krieg, nicht? Ja, wenn die Orks kommen, dann bist du froh, wenn du ein paar Soldaten hier hast, wa? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Paladine sind hier in der Nähe vorbeigezogen. Wir dachten erst, sie wollen den Hof angreifen, aber sie sind ins Minental gewandert. Okay, das war jetzt ja nichts Spektakuläres. Markt, wir schauen uns jetzt einfach mal hier oben auf. Oh, Ona, hi. Verdammt, was ist los? Oh, wie schön, dass sie eingerichtet ist. Zahl mir meinen Sold aus. Zahl mir meinen Sold aus. Na gut, hier ist dein Sold. 50 Goldstücke. Das ist ja cool. Also wäre es wirklich, wenn man jetzt Gold bräuchte, könnte man jetzt, sag ich mal, sich so eine kleine Goldmaschine machen, indem man jedes Mal schläft und dann wieder hier hoch eiert. Es kann natürlich damit zusammenliegen, dass wir jetzt hier so ein paar Patches drüber gezogen haben. Meinst du, mir geht es besser? Und ein paar Aktualisierungen drauf haben, dass es dadurch vielleicht überhaupt erst möglich ist. Weil ich mich nicht daran erinnern könnte, dass wenn ich damals das gespielt hätte, dass ich mir damit immer so groß Gold holen konnte. Es kann auch sein, dass es früher nur 10 Gold. Ich meine, das mit den 50 Gold ist ein bisschen hoch. Und ich glaube, das wurde durch so ein Community-Patch oder so geändert. Das war früher nicht so viel, würde ich sagen. Da hat sich das nicht gelohnt, da hast du das nicht gemacht. Aber 50 Gold, mal eben 10 Mal schlafen gehen und da hocheiern, das hätte ich damals gemacht, auf jeden Fall. Was ich jetzt mache, erstmal speichern. So. Zack, und dann müssen wir hier hinten zum Weidenplateau. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Hier sind wir, glaube ich, noch gar nicht so hergelaufen. Vielleicht liegt hier noch was rum. Nö, natürlich nicht. So, ja dann. Schade, ich dachte, hier liegt vielleicht irgendwo noch eine Steintafel rum oder sowas. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen gierig geworden. Wir laufen auch gerade gar nicht dahin, wo ich hin will. Also wir müssen hier noch weiter und dann erst links. Will er nicht da runter zu dem Troll? Den Troll, den könnten wir ja mit Troll schrumpfen.
vielleicht besiegen. Ich bin mir da noch nicht so sicher, wie stark der ist. Ich glaube, wir sind da noch zu schwach für. Oder Ungeheuer schrumpfen, oder wie das heißt. Wie viele Lurker sind das denn hier? Einer? Ne, mehrere, zwei. Ja komm, wir bewegen uns jetzt erstmal dahin und gucken erstmal, dass wir jetzt vom Greg den Schatz bergen finden können. So, ich bin mir nicht sicher, ob hier einer ist, weil er hat ja gesagt, die Treppe runter von Bengars Hof zu Onas Hof. Ob diese Stelle hier damit gemeint ist. Das hört sich schon danach an, aber wahrscheinlich sind die Banditen im Weg, oder? Also hier sehe ich jetzt nichts. Ich mach das mal eben, wir haben ja gerade da vorne gespeichert. Lauf mal eben hierher. Und guck, ob hier einer liegt. Man sieht das ja ganz gut mit dem Klebeband auf dem Boden. Ja, hier liegt einer. So, solange uns die Banditen nicht angreifen, ist mir das egal. Dann bergen wir den einfach hier eben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Amulett, nice. So, dann laufen wir direkt hier wieder weg. Da brauchen wir uns um die Banditen noch nicht kümmern, weil das sind ja, wie gesagt, drei Stück oder so. Und ja, das ist schon eine Nummer. Also ich glaube, so viele besiegen wir noch nicht, auch wenn wir jetzt eine bessere Rüstung haben. Aber die Rüstung gibt uns ja wirklich nur 5 weitere Rüstung. Also vor Waffenschaden, also das ist ja quasi nichts, ne? So, warte mal, wir gucken mal eben ins Inventar. Ich will mal eben gucken, ob das ein bestimmtes Amulett war und irgendwas Tolles kann. Hier unten sehe ich jetzt gerade kein Amulett. Weiter hoch. Ist hier irgendwas bei? Amulett Eichenhaut. Schutz vor Pfeilen. Legen wir einfach mal an. Kann ja nicht schaden. Auch wenn wir es vielleicht abgeben müssen. Aber mit 10 ist ja schon gar nicht so schlecht für ein Amulett. Wenn jetzt zum Beispiel die Rüstung gibt uns insgesamt jetzt 5 mehr als vorher. Und sonst das Amulett gibt uns da schöne... Huch, haben wir den beim letzten Mal gar nicht gesehen. Gibt uns jetzt 10. So, hier muss auch noch irgendwo einer sein. Wenn wir mal ein bisschen umgucken, da sind noch ein paar Scavenger. Weil irgendwo soll ja auch noch eine schnaufende Bestie sein. Ja, kannst du jetzt auch mal die Kombo anfangen hier? Kann jetzt mal. Wir brauchen unbedingt eine bessere Waffe. Wer ist das da hinten? Der Jäger? Ich komme mir gerade vor, als wenn wir mega langsam laufen. Oh, wie viele sind denn hier? Ach, Garn. Stimmt. Da hinten ist auch die schnaufende Bestie. 100 Pro. Seht ihr da hinten den Snapper? So, warte mal. Wir gehen mal eben hier ein bisschen rum. So, ich stelle mich mal eben hier hin, speichere hier und wir müssen mal eben hier oben herlaufen und gucken, wo der Schatz liegt. Weil ich glaube, der wird wahrscheinlich hier vorne sein, wo die ganzen Lurker sind. Gehe ich mal von aus. Ich laufe einfach an den vorbei und wenn wir sterben, laden wir mal eben neu. Das geht ja hier relativ schnell. Wenn wir nur mal eben umgucken und gucken, ob wir den finden. Hier ist nichts. Kann man hier vielleicht in den Wasserfall rein? Wäre auch noch eine Alternative. Ne, hier nicht. Ne. So, hier oben drauf. Hier auch nicht, okay. Ja, da muss ich gleich noch in die Questbeschreibung reingucken. So, an denen laufe ich jetzt. Ach, die stehen genau drauf. Ja, dann locke ich die hier runter zu dem Jäger. Oh lol, ich bin tot, glaube ich. Hallo, Garn, hilf mir. Das ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, das war klar. Spieler, der muss uns noch einmal treffen. Okay, aber da ist der letzte Schatz. Gut, ja, dann locke ich die jetzt einfach ran und dann soll der Garn die erledigen mit uns zusammen. So, wir wissen ja, die sind jetzt hier vorne. Wir haben gar keinen Bogen mehr. Ich weiß nicht, was das manchmal ist, dass wir hier unsere Items verlieren. Ja, ey, das ist unglaublich bei Gothic 2, ne? Man kann Bogen schießen, aber trifft einfach nichts. Guck mal.
Der ist ja wirklich jetzt so 5 Meter entfernt. Und das ist bestimmt, das waren jetzt bestimmt 20 Pfeile, die wir schon verschossen haben. Jetzt komm schon, du Mistviech. Gott, Hilfe! Steck die Waffe weg. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Hilfe! Ein Mist, wie wenig. Oh, sauber, wir haben sogar die Erfahrung bekommen. Okay, Garn ist so schwach, dass der. Ich dachte, der two-hitted den mal mit 2 Schlägen. Wir müssen unser Leben mal eben aufladen.